Kleinen Serie Geschichten aus dem Reptilium möchten wir über verschiedene Terrarienbewohner berichten. Meist werden es Reptilien, Amphibien oder Wirbellose sein, für die es eine Lanze zu brechen gilt. Viel Spaß in der faszinierenden Welt dieser häufig geschmähten Tierarten. So, mit den Giftschlangen, davon haben wir auch einige und wir haben natürlich Gegengift bei uns. Das brauchten wir aber in den letzten 16 Jahren nicht, sind wir natürlich ganz froh drum. Aber wir grenzen halt auch die Anzahl der Personen, die mit den Giftschlangen arbeiten dürfen, halt massiv ein. Es sind tatsächlich 2 Personen, die mit den Giftschlangen arbeiten. Auch da werden verschiedene Sicherheitsvorkehrungen berücksichtigt. Zum Beispiel haben wir so einen Teleskopstiel, der lässt sich dann auf 2 Meter dann ausfahren. Vorne ist eine Schaufel dran gebunden und damit kann man alles aus der Entfernung machen. Früh am Morgen, lange bevor das Reptilium für Besucher geöffnet wird, kümmert sich Moana um die Giftschlangenterrarien. In diesem Behälter wohnt Mortimer. Glücklicherweise vertraut er auf seine perfekte Tarnung. Im Grunde genommen ist er eine gemütliche Natur. An die morgendlichen Pflegearbeiten hat er sich schon lange gewöhnt. Nur seinem Kopf sollte man nicht zu nahe kommen, denn er kann blitzschnell zubeißen. Ein Biss von ihm wäre lebensgefährlich, denn Mortimer verfügt nicht nur über riesige Giftzähne, sondern auch über ein äußerst wirksames Gift. Das Thema Lebendfütterung sehe ich natürlich auch etwas problematisch. Es ist kein schöner Abgang für das Säugetier, aber ich darf die Schlange dann natürlich nicht verhungern lassen. Also wenn die Schlange nicht tot frisst, dann würde ich es natürlich auch mit lebenden Futtertieren füttern. Das ist der Werdegang und da spricht auf meiner Seite nichts dagegen. Wir sind mittlerweile stolz, dass wir alle unsere Tiere auf tote Futtertiere umgemünzt haben, umgeprägt haben. Das heißt also, bei uns wird nichts lebend verfüttert, außer der Insekten, aber an Wirbeltiere nichts. Das heißt, alles kommt bei uns tiefgefroren geliefert, wird aufgetaut und verfüttert. So, ich habe jetzt gestern 2 Ratten rausgelegt. Die sind jetzt über Nacht aufgetaut und die werde ich jetzt unserer Gabunviper füttern. Hoffentlich hat er Hunger. Er ist ja manchmal etwas wählerisch. Wenn ich ihn füttere, dann werfe ich eigentlich nur das Futtertier hin und manchmal fängt er das auch direkt aus der Luft. Ich hoffe, er macht es jetzt wieder. Diese tote Ratte erwischt Mortimer sehr ungünstig. Einen Giftzahn rammt er durch ihre Schnauze, das gelbe Gift tritt aus. Doch bereits die Giftmenge aus dem anderen Zahn hätte völlig gereicht, die Ratte in kürzester Zeit zu töten, wäre sie lebend gewesen. Eine lebende Ratte hätte er ohne dies sofort wieder losgelassen. Zu groß das Risiko, von den nadelspitzen Zähnen des Nagers verletzt zu werden. Finden würde er die totgeweihte Beute immer. Mit dem unglaublich effektiven Geruchssinn kann er jeder noch so langen Spur folgen. Denn im Gaumen haben Schlangen das Jakobsonsche Organ. Die einer gespaltenen Zunge anhaftenden Duftmoleküle werden dort analysiert und führen sie sicher zur Beute.
Besonders bei den Vipern ergibt sich daraus ein immer wiederkehrendes Ritual. Die losgelassene Beute, die sich nach dem Biss häufig noch etwas von der Schlange entfernen konnte, wird mit Hilfe dieser Riechtechnik gefunden. So hält es auch Mortimer, nur etwas geruhsamer. Er lässt die Ratte los, um die Situation quasi zu erriechen. Denn in den meisten Fällen fressen Schlangen ihre Beute mit dem Kopf voran. Andersherum wäre sie zu sperrig. Deshalb sucht Mortimer jetzt den Kopf der Ratte. Etwas unbeholfen wirkt das Ganze schon, aber er braucht eben den geruchlichen Vergleich vom Kopf zum Hinterleib. Nach gefühlt unendlich langer Zeit ist die Entscheidung gefallen. Mortimer weiß nun, wo er mit der Mahlzeit beginnt. Aber auch jetzt lässt er sich wieder sehr viel Zeit. Bald ist es geschafft. Mit Hilfe der starken Schlund- und Körpermuskulatur befördert Mortimer die Ratte ganz allmählich in den Magen. Bis auf Zähne, Nägel, Haare und pflanzliche Bestandteile im Magen des Futtertieres wird alles verdaut. Doch auch das dauert. Nur 2 bis 3 Mal im Jahr setzt er Kot ab. Gabunfipern werden in der Regel etwa 1,5 Meter lang, erreichen aber in Ausnahmefällen auch einmal 2 Meter. Der Kopf kann die Größe einer Männerhand überschreiten und ihr Körper so dick wie ein menschlicher Unterschenkel werden. In Afrika sind Bissunfälle mit der Gabunviper selten. Sie ist von eher defensiver Natur und vertraut auf die gute Tarnung durch ihre formauflösende Zeichnung. Der wuchtige Biss erfolgt allerdings blitzschnell, wenn man die am Boden ruhende Schlange übersieht und auf sie drauftritt. Solche Bisse führen ohne sofortige Hilfe fast ausnahmslos zum Tod. Nach Trutnau gab es Gabunvipernbisse, die nur deshalb glimpflich verliefen, weil man dem Gebissenen das betroffene Glied sofort amputierte.
Ja, von der Berufsgenossenschaft haben wir natürlich für die Haltung von Gefahrtieren, speziell Gifttiere, spezielle Aufgaben und Auflagen natürlich. Die Beschaffung von Antiserum ist ein ganz wichtiger Baustein davon. Da sind wir doppelt abgesichert. Wir haben also Antiserum bei uns im Haus für die Arten, die wir pflegen. Und wir sind sogar noch über das Serumdepot abgesichert. Serumdepot ist ein Verein von Privathaltern, aber auch zoologischen Einrichtungen, die über Mitgliedsbeiträge Antiserum finanzieren und es an strategisch günstigen Stellen in Deutschland deponiert wird. Bei uns ist Glück, dass hier auch in Mannheim im Uniklinikum Antiserum für uns gelagert wird. Das heißt, für den Fall der Fälle wären wir ordnungsgemäß dafür vorbereitet. Auch der Alarmplan im Haus ist darauf ausgelegt, dass alles nach Mannheim geht. Letztens 15,5 Jahre haben wir es nicht gebraucht. Ich hoffe, dass es weiterhin so bleibt.